Huhu Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Guild Wars 2 Build Guide Reihe. Immer noch mit dem Unterthema, was jeder Spieler wissen sollte. Heute speziell über die Break Bar oder die Defiance Bar. Oder wie sie auf Deutsch heißt. Ja, wie heißt sie da eigentlich? Ich tippe mal drauf, es ist nicht Brechleiste. Ah, Trotzleiste, das ist genau. Also Trotzleiste, wir werden uns heute damit beschäftigen. Ich habe schon im letzten Video zu Segen und Zuständen gesagt, es gibt sogenannte Soft-CCs und Hard-CCs. Was das alles ist, werden wir uns heute angucken. Und wie gesagt, was diese Trotzleiste ist, die manche Gegner haben und was man darüber wissen muss und wie man das beeinflussen kann. Ja, also, die Trotzleiste ist im Prinzip eine besondere Leiste, die Gegner unter ihren Lebenspunkten haben. Meistens ist es so, dass nur stärkere Gegner diese Leiste haben, also so ab Veteranen aufwärts. Die normalen Gegner in Zentral-Tyria, da haben das eigentlich nur Champions oder noch höhere Gegner im Herz von Maguma, aber und HOT und POF können das auch schwächere Gegner haben. Und diese Leiste macht die im Prinzip komplett immun gegen CC-Fertigkeiten. CC bedeutet Crowd Control, also Gruppenkontrolle, sind im Prinzip Kontrolleffekte. Also alles, was ein Gegner in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Also zum Beispiel ein Stun, also betäuben oder wegschleudern oder ranziehen oder hochschleudern oder hinwerfen. Aber auch solche Sachen wie jemandem Furcht geben, dass er vor einem wegrennt oder provozieren, dass er auf einen zurennt. Also alles, die irgendwie die Bewegung des Gegners kontrollieren, das sind Kontrolleffekte. Die kann man normalerweise natürlich auch auf Gegner anwenden. Man kann, wenn man ganz normal im Königental unterwegs ist und da ist ein Bandit, dann kann man zu dem hingehen und dem mit seinem Hammer fett wegschleudern, dass der sonst wohin fliegt. Und wenn halt so ein Gegner so eine Trotzleiste hat, dann ist er komplett immun gegen Kontrollfertigkeiten. Die bringen also im Prinzip überhaupt nichts. Damit man aber nicht denkt, toll, jetzt habe ich hier total viele Fertigkeiten in meinem Bild, die solche Kontrolleffekte machen und der Gegner ist komplett immun dagegen, gibt es halt diese, ja, im Prinzip ein paar spezielle Mechaniken dieser Trotzleiste, dass man den trotzdem irgendwie kontrollieren kann. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Also wie gesagt, diese Trotzleiste wird unter den Lebenspunkten des Gegners angezeigt und die hat auch im Prinzip einen festen Wert. Also so wie der Gegner Lebenspunkte hat, eine feste Lebenspunkteanzahl, die man natürlich normal im Spiel leider eigentlich nicht sehen kann. Zum Beispiel der Gegner hat 3000 Lebenspunkte. Da muss man ihm 3000 Schaden machen, dass er tot ist. Und so ähnlich ist es auch mit der Trotzleiste. Das heißt, je nach Gegner, Gegnergröße und auch je nachdem, wie hoch das Event skaliert ist. Also wenn man zum Beispiel Open World unterwegs ist, dann skalieren die Lebenspunkte des Gegners mit, aber skaliert auch die Trotzleiste mit. In einem Raid oder in Fraktale ist die Trotzleiste natürlich ein fester Wert. Naja, und man kann halt, so wie man an der Lebenspunkteleiste mit normalen Attacken Schaden macht, macht man mit diesen Kontrollfertigkeiten, über die wir gerade gelernt haben, also sowohl Soft-CC als auch Hard-CC, wo genau da der Unterschied ist, gucken wir uns gleich auch noch an, macht man halt Schaden an dieser Trotzleiste. Sofern die blau ist. Es gibt noch verschiedene Arten von Trotzleisten, aber erstmal ganz grob gesagt, man macht mit CC-Fertigkeiten, macht man Schaden an der Trotzleiste und kann auch die von diesem festen Wert auf 0 zurückhauen. Und wenn man es schafft, diese Trotzleiste komplett auf 0 zu bringen, dann wird der Gegner betäubt im Prinzip. Also dann, es kommt natürlich auch da auf den Gegner an, aber die meisten Gegner sind dann zum Beispiel 5 Sekunden betäubt. Es gibt verschiedene Effekte, wenn man diese Trotzleiste bricht. Zum Beispiel einige Gegner hören einfach nur ihre aktuelle Animation auf. Es gibt zum Beispiel Raid-Bosse, die kriegen nur hin und wieder mal diese blaue Trotzleiste zum Brechen. Die haben die nicht die ganze Zeit. Und die fangen dann an, irgendeine super böse, starke, mega blöde Attacke zu channeln. Also zaubern die ganze Zeit so lange, bis die Trotzleiste gebrochen ist. Das heißt, da muss sich das Team dann koordinieren und schnell diese Trotzleiste brechen, damit die mit dieser Attacke aufhören. Manche andere Gegner aber haben zum Beispiel immer wieder eine Trotzleiste und die werden einfach nur unterbrochen dadurch, wenn man das macht. Und sind für 5 Sekunden greifen die nicht an. Oder aber auch wieder andere Gegner, die kriegen einen Effekt, wodurch man 50% mehr Schaden macht, solange die gestunt sind. Also sie sind dann 5 Sekunden, sind die dann betäubt und in diesen 5 Sekunden macht man 50% mehr Schaden. Also ihr seht schon, es gibt ziemlich viele verschiedene Effekte und es lohnt sich, diese Trotzleiste zu brechen.
Darum werdet ihr auch zum Beispiel sehen, wenn ihr euch Videos von Raids und vor allem auch von Fraktalen anguckt, die Gegner haben so gut wie nie ihre Trotzleiste, weil die Teams, die Profi-Teams, immer darauf achten, die Trotzleiste so schnell es geht zu brechen. Und zwar immer und immer wieder. Immer wenn die kommt, wird die auch sofort wieder gebrochen. Die Gegner sind im Prinzip die maximale Zeit, die sie betäubt sein können, sind die Gegner im Prinzip auch betäubt. Das heißt, es lohnt sich, die zu brechen. Trotzdem gibt es verschiedene, Arten von Trotzleisten, die gucken wir uns jetzt mal an. Es gibt einmal die graue Trotzleiste. Die wird dann auch normal unter dem Gegner angezeigt. Die ist aber grau und nicht blau, wie man es normalerweise kennt. Grau bedeutet, der Gegner ist komplett immun. Das heißt, die Trotzleiste ist gesperrt und ist komplett immun gegen Kontrollfertigkeiten. Das heißt, da kann man absolut nichts machen. Selbst wenn man dem sonst noch so viele Kontrollfertigkeiten reinhaut, das bringt absolut nichts. Es gibt ein paar Gegner, die sind so, da hat sich Arnett gedacht, die sollen halt einfach nicht gebrochen werden. Da ist es halt einfach so, da bringen einfach Kontrollfertigkeiten nichts. Es gibt allerdings auch ein paar Gegner, die haben standardmäßig diese unbrechbare Trotzleiste, diese graue, und nur für spezielle Attacken, also wenn die zum Beispiel jetzt, bei Wyvern ist das oft so, wenn man in Heart of Thorns unterwegs ist, die sind immer unbrechbar und die machen dann zwischendurch aber eine Animation, wo die abheben wollen, wo die losfliegen wollen. Und nur für diese Zeit, wo die losfliegen, kriegen die dann diese Trotzleiste, wo die brechbar sind, und wenn man das dann schafft, die zu brechen in der kurzen Zeit, dann hebt der Wyvern halt nicht ab und fällt wieder auf den Boden zurück und sowas. Also so eine Kombination gibt's auch, aber wie gesagt, graue Trotzleiste heißt, da braucht ihr keine CCs reinhauen, weil es bringt eh nichts. Dann blaue Trotzleiste, das hab ich gerade schon die ganze Zeit drüber geredet, wie gesagt, die ist blau, hat einen bestimmten Wert, einen bestimmten Zahlenwert, und dieser Zahlenwert muss einfach durch CC-Fertigkeiten, die übrigens auch feste Zahlenwerte machen, das gucken wir uns gleich auch noch an, jede CC-Fertigkeit, egal ob Hard- oder Soft-CC, macht einen festen Wert an Breakbar-Schaden, sage ich jetzt mal, und diesen Wert kann man sozusagen dann auf die Breakbar des Gegners draufhauen und die so auf Null bringen. Das ist die blaue Trotzleiste. Trotzdem wichtig noch an der blauen, die füllt sich mit der Zeit wieder auf. Das heißt, die blaue Trotzleiste, die hat eine natürliche Regeneration. Das heißt, wenn man zum Beispiel dem Gegner einen CC reinhaut, zum Beispiel der Gegner hat eine Breakbar von, sagen wir mal, 1000, und wir machen dem mit einem Knockback, machen wir ihm 300 Breakbar-Schaden. Dann hat er danach nur noch 700 Breakbar. Allerdings füllt die sich mit der Zeit automatisch wieder auf. Also eine Breakbar hat eine natürliche Regeneration. Und man muss sozusagen die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Wenn man also eine Breakbar brechen will, muss man entweder mit einmal diese kompletten 1000 Schaden weghauen, zusammen mit dem Team oder selbst. Oder man muss halt konstant immer wieder ein paar Fertigkeiten reinhauen, damit die insgesamt doch eher runtergeht und sich nicht gegen regeneriert. Das ist aber auch, wie gesagt, wie groß die ist, abhängig vom Event und sowas alles, was man gerade hat. Oder halt in Raids und Fraktale ist das ein fester Wert. Naja, und dann gibt es noch die orangene Breakbar. Die orangene Breakbar heißt, die Breakbar wurde gerade erst gebrochen. Der Gegner war also gestunt oder irgendein Effekt wurde dadurch ausgelöst, dass die Spieler es geschafft haben, die Breakbar zu brechen. Und jetzt füllt die sich erst wieder auf, so eine Art Cooldown. Das heißt, ein Gegner hat nicht eine blaue Breakbar, das ist ein guter Zungenbrecher, eine braue Breakbar. Und wenn die gebrochen ist und der Gegner ist 5 Sekunden gestunt, danach kriegt er wieder eine und man kann ihn wieder 5 Sekunden stunnen und dann kriegt er wieder eine, so ist es nicht. Sondern jedes Mal, wenn die gebrochen wurde, hat die so eine Art Cooldown. Das heißt, eine gewisse Zeit lädt die sich erst wieder auf und in der Zeit ist die orange. Und dann sieht man auch, wie die Breakbar mit der Zeit immer wieder voller wird, allerdings mit einer orangenen Farbe. Und erst wenn die dann wieder voll ist, erst dann wird die wieder blau und kann wieder gebrochen werden. Und auch während die sich in dieser orangenen Phase auflädt, kann man auch nichts dagegen machen. Also auch dann bringen Crowd-Control-Effekte bringen da nichts. Das heißt, man kann nicht dafür sorgen, dass sich die wieder auflädt, aber will man ja auch gar nicht, denn je schneller die sich wieder auflädt, desto schneller wird die wieder blau und desto schneller kann man den Gegner wieder brechen und somit wieder stunnen. Von daher ist es eigentlich gut, dass die sich dann unbeeinflusst wieder auflädt, aber in der Zeit ist der Gegner auch komplett immun gegen Breakbar-Schaden. Wie groß überhaupt eine Breakbar ist, das kann man zum Teil in Listen im Wiki, ich werde euch das natürlich auch wieder in die Videobeschreibung packen, also wie in jedem Video findet ihr wieder Infos in der Videobeschreibung, könnt ihr in Listen im Wiki könnt ihr
Gegner aufgelistet sehen für Fraktale und auch Raids, und dann könnt ihr bei jedem Gegner sehen, wie groß die Breakbar ist. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel mit eurem Raid-Team zum Beispiel einen neuen Gegner anfangt, ihr wollt jetzt zum Beispiel Gorseval üben im ersten Wing und ihr habt Gorseval bisher noch nicht gemacht, dann könnt ihr euch online in der Liste angucken, wie groß die Breakbar, die Gorseval hat, ist, weil der kriegt die auch nur hin und wieder mal. Das ist eigentlich bei allen Raid-Bossen so. Bei Raid-Bossen ist es so, die haben nicht diese durchgehende Breakbar, sondern die sind immer immun und kriegen nur für bestimmte Zeiten hin und wieder mal eine Breakbar, die man dann aber auch möglichst schnell brechen muss, weil sonst wipet man entweder komplett oder man kriegt halt super viel Schaden oder der Gegner kriegt währenddessen keinen Schaden und dann kommt man mit der Zeit nicht hin und sowas. Und das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Im Raids muss die Breakbar, immer wenn eine kommt, muss die möglichst schnell gebrochen werden. Und da könnt ihr halt gucken bei den Bossen, wie groß diese Breakbar ist, sodass ihr dann letztendlich auch mit einer Liste im Internet, da könnt ihr auch sehen, welcher Skill wie viel Breakbar-Schaden macht. Dann könnt ihr sozusagen im Team zusammen, könnt euch überlegen, wer nimmt welche Fertigkeiten mit, um wie viel Breakbar-Schaden zu machen, und kommen wir gemeinsam auf diese, bei Gorseval ist es zum Beispiel 4500. Das ist übrigens das Größte, was es an Raid-Bossen gibt. Lediglich Samarok hat eine Breakbar, die auch so groß ist, aber sonst hat kein einziger Boss eine so hohe Breakbar wie im Gorseval und Samarok mit 4500. Und dann könnt ihr halt gucken, wie ihr das zusammenbaut, dass ihr auf diese 4500 kommt. Naja, das könnt ihr also im Wiki machen. Jetzt denkt man sich vielleicht, scheiße, jetzt gibt es diese Gegner, diese Champion-Gegner oder höher, die haben diese Breakbar und man kann die im Prinzip nicht unterbrechen. Das heißt, egal ob ich jetzt einen Stun oder einen Knockdown oder Knockback oder sonst irgendwas mache, letztendlich macht das alles nur Breakbar-Schaden. Und auf den Gegner hat das ja auch keinen Einfluss. Also wenn ich dem ein Knockback mit einem Hammer reinhau, dann macht das zwar Breakbar-Schaden, aber weggeschleudert wird der Gegner ja trotzdem nicht. Der kämpft ganz normal weiter. Erst wenn die Breakbar gebrochen ist, erst dann passiert dir irgendwas. Was ist jetzt, wenn ich irgendwelche Traits oder Fertigkeiten oder Sigile oder sonst irgendwelche Sachen habe, die aber nur einen Effekt haben, wenn ich einen Gegner unterbreche? Aber im Prinzip kann ich einen Gegner ja gar nicht unterbrechen. Da müsst ihr keine Angst haben. Diese Sachen funktionieren trotzdem. Das heißt, wenn ihr beispielsweise ein Sigil oder ein Skill oder ein Trait habt, der einen bestimmten Effekt hat, wenn ihr den Gegner unterbrecht, dann triggert dieser Effekt trotzdem, wenn ihr das gerade macht, wenn der Gegner eine Attacke macht. Also wenn sozusagen das Spiel tut dann so, als hätte der Gegner keine Breakbar. Also wenn ihr sozusagen während einer Attacke diesen Skill macht und somit einen normalen Gegner, der keine Breakbar hat, unterbrechen würdet, und jetzt hat der Gegner aber eine Breakbar, dann triggert das trotzdem. Der Gegner wird dann zwar nicht unterbrochen, weil der ja, wie gesagt, eine Breakbar hat und somit bringt das nichts. Aber wenn das wirklich so wäre, dass er unterbrochen werden würde, wenn er keine Breakbar hat, dann kriegt ihr den Effekt trotzdem. Das heißt, da muss man keine Angst haben, das triggert alles trotzdem. Allerdings ist dann 3 Sekunden interner Cooldown drauf. Das heißt, ihr könnt nicht, wenn der Gegner zum Beispiel eine Animation macht und die ist total lang, sagen wir jetzt einfach mal übertrieben, die Animation von dem Gegner ist 3 Sekunden lang. Also wirklich eine richtig lange Attacke, die der super lange channelt, die also super lange aktiviert. Und ihr macht jetzt in dieser Zeit, in diesen 3 Sekunden, macht ihr einfach 5 verschiedene Attacken, die den Gegner unterbrechen würden und bestimmte Effekte haben. Dann zählen da nicht alle 5 von. Also da ist ein 3 Sekunden interner Cooldown drauf. Ihr könnt also nur innerhalb von 3 Sekunden einen Skill machen, der so einen Effekt hat, während ihr einen Gegner unterbrecht. Allerdings ist der Cooldown nicht zwischen den Spielern geteilt. Also jeder Spieler kann so eine Attacke machen. Nur ihr als einzelner Spieler könnt nur alle 3 Sekunden so einen Effekt triggern. Darauf muss man also aufpassen, dass da so ein interner Cooldown drauf ist. So, was haben wir noch? Ich habe mir hier einige Sachen aufgeschrieben. Ja, wie gesagt, diese 3 verschiedenen Breakbars, die es gibt. Gegner haben unterschiedliche Kombinationen daraus. Manche Gegner haben für immer die graue Breakbar. Manche Gegner haben die graue Breakbar und kriegen nur hin und wieder mal die blaue. Und sowas alles. Also, da muss man halt je nach Gegner immer gucken. So, dann gucken wir uns mal an, was Soft-CCs und Hard-CCs sind. Im Prinzip Hard-CC-Effekte, also wie gesagt, CC steht für Crowd-Control, also Gruppenkontrolle oder einfach Kontrolleffekte. Hard-CC bedeutet, dass man den Gegner direkt irgendwie unterbricht. Das heißt, man schleudert ihn weg, man betäubt ihn, man zieht ihn ran, man lässt ihn hochschweben oder haut ihn auf den Boden. Oder auch man macht ein 4 oder man macht provozieren, also ihn wegfürchten oder ihn ran provozieren.
im Prinzip alles, was dafür sorgt, dass der Gegner seine aktuelle Position, auf der er gerade steht, verlässt oder nicht mehr zurückkämpfen kann. Das sind HCC-Effekte und diese HCC-Effekte, die machen einen festen Wert. Bei Effekten, die eine bestimmte Zeit lang an sind, zum Beispiel Betäuben. Betäuben kann man zum Beispiel einen Gegner entweder eine Sekunde oder 1,5 Sekunden oder 2 Sekunden. Da ist der Breakbar-Schaden, ist ein fester Wert, aber der ist abhängig von der Zeit, wie lange der Gegner betäubt ist. Das kann man sich ganz leicht merken. Eine Sekunde betäubt macht 100 Breakbar-Schaden. Anderthalb Sekunden betäubt macht 150 Breakbar-Schaden. Zwei Sekunden betäubt macht 200 Breakbar-Schaden. Also da ist es wirklich abhängig von der Zeit. Und das ist auch egal, ob es Betäuben ist oder sonst irgendwas. Im Prinzip alle Sachen, die irgendwas mit Zeit zu tun haben, die einem eine gewisse Zeit aus dem Spiel nehmen, das ist überall gleich. Zwei Sekunden sind 200 Breakbar-Schaden. Eine Sekunde ist 100 Breakbar-Schaden. Bei anderen Attacken, die nicht abhängig sind von der Zeit, zum Beispiel Knockback, wo man zurückgeschleudert wird, da ist es abhängig einfach vom Skill, den man benutzt. Also zum Beispiel jemanden mit dem Gewehr vom Krieger wegschleudern, macht 150 Breakbar-Schaden und zum Beispiel das Wegschleudern, was der Wyvern, der Tiergefährte vom Druiden machen kann, wenn der einen wegschleudert, das macht 232 Breakbar-Schaden. Aber auch da gibt es, wie gesagt, eine Liste online, die werde ich euch auch verlinken, dass für jeden einzelnen HCC-Skill genau aufgelistet, wie viel festen Breakbar-Schaden dieser Skill macht. Der stärkste Breakbar-Schaden, den es überhaupt gibt, ist übrigens das Moa-Siegel vom Mesmer. Also der hat ja dieses Siegel der Demut. Das ist ein Elite-Skill, womit man den Gegner in den Moa verwandeln kann. Jetzt ist das natürlich auch irgendwie ein HCC. Aber klar, ein Gegner, der eine Breakbar hat, den kann man natürlich nicht in Moa verwandeln. Trotzdem heißt das nicht, dass dieser Skill da nichts bringt, sondern der macht dann halt wie andere HCCs auch Breakbar-Schaden. Und der macht 1000. Das macht kein anderer Skill im Spiel. Das ist der stärkste CC, beziehungsweise der höchste Breakbar-Schaden, den man machen kann. Ist wie gesagt dieses Siegel der Demut. Jemanden in Moa verwandeln, macht 1000 Breakbar-Schaden. Ja, und dann gibt es noch Soft-CCs. Soft-CCs sind alle anderen Fertigkeiten, die einen nicht unbedingt von der Position wegbringen, aber einen trotzdem in der Bewegung einschränken. Zum Beispiel sowas wie Immobilisieren. Bei Immobilisieren kann man noch ganz normal kämpfen, man kann sich noch wehren, man kann sich nun nicht mehr von der Stelle wegbewegen. Oder Slow. Man kann noch ganz normal kämpfen, aber man greift langsamer an. Genauso ist auch Chill und Blind und Weakness und Cripple, Verkrüppeln. Also diese ganzen Sachen, das sind im Prinzip alle Zustände, die keinen Schaden machen. Diese ganzen Nicht-Schadenzustände. Schadenzustände sind natürlich sowas wie Brennen, Gift, Blutung und sowas und Konfusion. Und die nicht Schaden machen, das sind dann diese ganzen Kontrolleffekte. Und die nennt man Soft-CCs. Soft-CCs bedeutet, dass die dann nicht feste Werte machen an Breakbar-Schaden, sondern die machen Breakbar-Schaden über Zeit, je nachdem, wie lange die an sind. Also Immobilisieren zum Beispiel ist ein ziemlich starker Soft-CC, der macht 50 Breakbar-Schaden pro Sekunde. Wenn wir also einen Gegner 5 Sekunden lang immobilisieren, dann macht der über diese 5 Sekunden, die immobilisieren das, macht der pro Sekunde 50 Breakbar-Schaden, also insgesamt bei 5 Sekunden 250 Breakbar-Schaden. Und so ist es auch bei den anderen, die sind halt alle unterschiedlich stark. Slow macht auch 50 Breakbar-Schaden pro Sekunde, Chill nur 33, Blind 20, Weakness 20 und Verkrüppel nur 15. Und das könnt ihr auch in der Liste, im Wiki steht alles. Das Gute ist, es gibt einen Wiki-Artikel, der heißt Defiance Bar, da steht genau alles drin. Und auch diese ganzen Tabellen. Und da gibt es eine Ausnahme, auch wenn Provozieren, also Taunt und auch Furcht 4 eigentlich HCC-Fertigkeiten sind, weil man damit ja jemanden von seiner Position losreißt, sozusagen ohne dass der was dagegen machen kann, zählt das beim Breakbar-Schaden trotzdem als Soft-CC. Also ein 4 macht auch Schaden über Zeit und auch Provozieren macht Schaden über Zeit. 4 ist dabei übrigens dann das Stärkste, was es gibt, das macht 100 Breakbar-Schaden pro Sekunde. Provozieren macht 75 Breakbar-Schaden pro Sekunde, obwohl es eigentlich HCC-Fertigkeiten sind. Also wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen Soft-CC-Fertigkeiten und HCC-Fertigkeiten. Die HCC machen direkt einen festen Betrag Schaden und die Soft-CC-Fertigkeiten machen Schaden über Zeit.
Und so kann man die natürlich auch kombinieren, um eine Breakbar zu brechen. Und man kann beispielsweise auch dafür sorgen, dadurch, dass ja diese Soft-CC-Fertigkeiten Schaden über Zeit machen, kann man auch dafür sorgen, dass sich die Breakbar dadurch nicht mehr regeneriert oder nur noch langsamer regeneriert und sowas alles. Also man kann einen Gegner auch brechen, einfach mit der Kombination. Und so machen das auch viele. Also manche Teams wissen halt, ey, wir haben in unseren normalen Builds nicht genug Hard-CC-Fertigkeiten, um einen Gegner die komplette Breakbar mit einmal abzuziehen, aber wir haben ja noch unsere Soft-CCs und ich meine zum Beispiel Immobilisieren oder auch ein 4, der 100 Breakbar-Schaden pro Sekunde macht, ist eigentlich nicht schlecht, dadurch kriegt man auch 200, 300 Breakbar-Schaden raus und so kann man das halt noch zusätzlich nutzen, um dann den Gegner doch zu brechen. Es gibt übrigens auch Fertigkeiten und Sigile, die die Dauer von Stunts verlängern. Zum Beispiel viele Mesmer heutzutage nutzen das. Das ist ein Sigil. Ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt es Paralyzation Sigil. Das ist halt ein Sigil für die Waffe. Ich denke, auf Deutsch heißt es irgendwie Betäubung oder irgendwie sowas. Oder könnte ich eigentlich gleich mal nachgucken. Das verlängert zum Beispiel die Dauer von Stunts. Und wir wissen ja, der Breakbar-Schaden ist abhängig von der Länge von einem CC. Das heißt, wenn wir dieses Sigil haben, dann wird dadurch auch natürlich der Breakbar-Schaden erhöht. So, ich gucke jetzt gerade mal auf Wiki, wie das Sigil der Paralysierung heißt. Gut, da gibt es ja keinen deutschen Artikel zu, schade. Dann finde ich es nicht raus, aber ich denke, ihr werdet das schon irgendwie finden. Macht, wie gesagt, macht plus 30% Stun Duration. Also man ist sozusagen 30 Sekunden länger betäubt und dadurch machen dann diese Skills natürlich auch mehr Breakbar-Schaden. Naja, trotzdem nicht wundern, wenn ihr unterwegs seid in der Welt von Tyria und ihr trefft mal auf einen Gegner, den ihr nichts erzählen könnt, der aber trotzdem keine Breakbar hat. Das liegt daran, diese Breakbar, diese Trotzleiste, die gibt's nicht schon immer. Die wurde erst mit dem Add-on von Heart of Thorns eingeführt und vorher gab's eine andere Mechanik, die hieß Trotz einfach nur. Und da hatte der Gegner hatte so Trotz-Stacks, das waren 5 Stück und man musste im Prinzip ein HCC, da gingen auch nur HCCs, musste man auf diesen Gegner drauf machen, dann hat er ein Trotz-Stack verloren. Also im Prinzip so, wie heutzutage Stabilität funktioniert. Man hat ja einen Stabi drauf, man kriegt einen CC, ein Stack Stabi geht weg. So hatten die Gegner damals 5 Trotz-Stacks und man müsste sozusagen 5 HCCs auf den Gegner drauf machen. Und wenn diese Trotz-Stacks weg waren, diese 5, dann konnte die nächste HCC-Fertigkeit hatte ihren vollen Effekt. Das heißt sozusagen, der 6. HCC hat dann was gebracht. Wenn man dann natürlich einen langen HCC gemacht hat, war der Gegner auch lange gestunt. Wenn man nur einen kurzen HCC gemacht hat, war der Gegner auch nur kurz gestunt. Und danach hat er wieder seine normalen 5 Trotzigkeitsstacks bekommen, man musste erst wieder 5 HCCs draufhauen. Und als dann Heart of Thorns rauskam und die alles auf diese Breakbar umgestellt haben, haben die ein paar Gegner vergessen. Und darum kann es sein, das ist zwar wirklich ganz, ganz wenige nur noch, die haben auch im Nachhinein noch viel bearbeitet und dann doch noch geändert, aber ganz, ganz mini wenige Gegner, bei denen kann es sein, dass Arnett die übersehen hat, die immer noch diese Trotzigkeitsstacks haben. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, zum Beispiel diese Bria, das ist ein Gegner, die in den Eisensümpfen so Char-Junge, so Char-Babys geklaut hat und man muss diese Char-Babys, muss man vor der retten, das ist so eine Nekromantin, so eine Tote. Menschen-Nekromantin. Und die hatte eine total lange Zeit, hatte die noch diese Trotzigkeits-Decks und wurde nicht auf die Breakbar umgestellt. Aber wie gesagt, das haben sie mittlerweile auch gefixt. Müsst ihr aber halt mal gucken. Naja, dann haben wir eigentlich auch schon so gut wie alles, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Das Einzige, was jetzt noch ist, das geht jetzt wirklich sehr, sehr, sehr ins Detail. Ist eigentlich gar nicht so extrem wichtig zu wissen. Trotzdem, ja, ich erzähle eigentlich immer gern solche, diese ultra genauen, detaillierten Mechanik-Sachen. Und zwar eine Breakbar, die tickt im Prinzip. Also, wenn ihr einen Zustand drauf macht und der macht halt Schaden pro Sekunde, dann tickt die Breakbar runter. Und die tickt alle 0,24 Sekunden. Keine Ahnung, warum sich Arnett so einen Wert ausgedacht hat, aber die im Prinzip macht
kriegt sozusagen die Breakbar, wenn die Zustände drauf hat, mit jedem Tick ein bisschen Breakbar-Schaden. So, das ist letztendlich, wenn man sich die Breakbar anguckt und man hat Soft-CC-Fertigkeiten drauf, die Schaden pro Sekunde machen, dann sieht es so aus, nicht immer, es tickt eine Sekunde, dann ist ein bisschen was weggegangen, dann wieder eine Sekunde ist wieder ein bisschen was weggegangen, sondern die geht so mehr oder weniger, geht die konstant runter. Also die läuft so langsam, läuft die runter. Und das liegt daran, dass diese Zustände alle 0,24 Sekunden ticken. Und die machen dann natürlich, ich habe ja gesagt, ein 4 macht 100 Breakbar-Schaden pro Sekunde. Das heißt, der 4 ist nicht eine Sekunde drauf und macht dann 100 Schaden, dann ist er wieder eine Sekunde drauf und dann macht dann wieder 100 Schaden, sondern sozusagen alle 0,24 Sekunden kommt ein Teil des Schadens. Und jetzt ist natürlich die Sache, dadurch, dass das 0,24 Sekunden tickt und nicht 0,25, ist nach 4 Ticks sozusagen eine Sekunde um oder ja, im Prinzip fast eine Sekunde um und da hat der 4 erst 96 Breakbar-Schaden gemacht. Wie gesagt, wenn der pro Sekunde 100 macht, dann macht er nach 96, also nach 0,96 Sekunden, weil es ja alle 0,24 Sekunden tickt, also mal 4, hat er natürlich 96 Breakbar-Schaden gemacht. Und wenn dann aber der nächste Tick erst wieder nach 0,24 Sekunden kommen würde, also über eine Sekunde, und der 4 ist dann aber schon ausgelaufen, weil der nur eine Sekunde drauf war, dann hat der 4 eigentlich nur 96 Breakbar-Schaden gemacht und nicht 100 Breakbar-Schaden. Andererseits, wenn der aber, dadurch, dass das so komisch tickt, kann der auch dieser 4 120 Breakbar-Schaden machen anstatt 96, wenn er doch noch den einen Tick am Ende irgendwie rauskriegt, weil je nachdem, wann der 4 auf den Gegner drauf gemacht worden ist und wie gerade die Ticks der Breakbar sind, hat das der 4 vielleicht sogar ein bisschen mehr getickt oder ein kleines bisschen länger getickt und dadurch sogar mehr Breakbar-Schaden gemacht. Also das ist wirklich ein bisschen komisch. Dadurch, dass das, wie gesagt, diesen komischen Wert tickt und wann man zwischen den Ticks diese Zustände drauf macht, kann man entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Breakbar-Schaden durch seine Soft-CC-Fertigkeiten machen. Aber das ist wirklich so extrem jetzt ins Detail gegangen, darauf achtet im Prinzip niemand. Also darauf kann man auch nicht achten, das ist einfach komplett zufällig. Mal hat man halt Glück und der 4 macht mehr Schaden, mal hat man Pech und der 4 macht weniger Schaden. Wirklich darauf achten tut niemand. Das ist nur nice to know, dass es überhaupt sowas gibt. Aber das ist nichts, was man sich jetzt unbedingt merken muss und was man auch beachten muss während des Spielens. Naja, das war's eigentlich zur Breakbar. Wir haben heute gelernt, was die Trotzleiste ist, welche verschiedenen Arten von Trotzleisten es gibt, was passiert, wenn man die Trotzleiste bricht, was Soft-CC-Fertigkeiten sind, was Hard-CC-Fertigkeiten sind und was man dazu alles wissen muss. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute mit diesem Video. Ich verabschiede mich und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute!